Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Pacific Drive. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Beim letzten Mal sind wir ganz schnell hier oben aus dieser Zone, in der wir zuletzt waren, die wir gerade so erreicht hatten, sind wir zurück in die Werkstatt, weil wir einfach komplett voll waren. Bis Oberkante Unterlippe. Bis Unterkante Oberlippe. Bis zur Nase. Wir haben quasi kaum noch Luft bekommen. Das haben wir jetzt getan. Wir haben uns fröhlich entleert und wir haben auch noch ein bisschen unser Auto verschönert. Wir haben jetzt hier so eine kleine Antenne bzw. einen Stern an unserer Antenne. Wir haben außerdem ein anderes Lenkrad. So ein futuristisches. Das ist das, was es, glaube ich, für die Premium-Version des Spiels gibt. Hier und da und hier oben und so. Das ist alles irgendwie Premium-Version, wobei ich ganz gerne das andere Lenkrad, was wir zuletzt gefunden haben, das würde ich ganz gerne ausstatten. Wir haben uns zwischen der letzten und dieser Folge haben wir uns diese Konsole hier gebaut. Diesen Paint-Designer. Da können wir jetzt alles austauschen. Also wir können uns was aufs Armaturenbrett stellen, wir können uns was an den Spiegel hängen, wir können das Lenkrad austauschen. Da würde ich ganz gerne dieses hier haben. Zack. Okay. Das haben wir nämlich gefunden. Die finde ich immer interessanter, die Sachen, die man findet und nicht die, die man aufgrund von irgendwelchen Vorbestelleraktionen oder sowas bekommt. Genau, wir können auch verschiedene Aufkleber hinten in die Scheibe stellen. Sämtliche Pride-Aufkleber, also wirklich in alle Richtungen können wir reinsetzen. Ich habe mich letzten Endes hier für die zwei entschieden. Moment mal, waren die nicht drei beim letzten Mal? Da, wo ist denn das Auto? Hä? Habe ich den Swagwagon gerade nicht gesehen? Naja, auf jeden Fall der Swagwagon und den hier haben wir jetzt hier hinten drin. Genau, sind aber alles nur optische Anpassungen. Außerdem haben wir die Vorderreifen auch nochmal ausgetauscht. Wir haben jetzt auch Offroad-Reifen. Wir haben da jetzt auch Offroad-Reifen. Deswegen denke ich, dass wir dann von nun an sehr gut durch die Walachei kommen sollten. Davon gehe ich zumindest aus. Außerdem, ganz, ganz große Neuerung, hier, seitlicher Stauraum, den haben wir uns freigeskillt. Jetzt haben wir hier hinten nämlich, sind wir noch immer relativ voll, ne? Aber hier passt ja jetzt zumindest noch ein bisschen was rein und hier an der Seite, wir haben richtig Platz. Richtig geil. So, apropos skillen, da würde ich ganz gerne noch eine Sache, würde ich ganz gerne noch skillen. Und zwar haben wir hier die Ausrüstungsmaschine. Natürlich ist es wichtig, dein Auto aufzumotzen, aber du solltest auch ein paar Ressourcen aus dem Sperrgebiet darauf verwenden, dir selbst etwas zu gönnen. Los, du hast es verdient. Zack. So, jetzt haben wir hier eine zusätzliche Station, die wir uns irgendwo hinsetzen können. Und zwar hier, ganz offensichtlich. Wird hier auch gleichzeitig dann eine Lampe einge... Ja, geil, guck mal. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier machen können. Wir können... Ha! Was? Der beste Rucksack, den man nicht mit Geld kaufen kann, wird einen deine Wander- und Ressourcensammeltouren ordentlich gestalten. Ordentlicher gestalten. Er verfügt außerdem über ganz, ganz viele Taschen für schnellen Zugriff auf deine Gegenstände. Dafür brauchen wir allerdings Sumpfkorallen, die wir halt noch absolut gar nicht haben. Das sieht mir auch alles, eieiei, Olympium-Fragment, mittlerer Rucksack. Ach, guck mal hier, Stufe 1, Stofffetzen brauchen wir dafür. Diese Rucksackmodifikation gibt dir etwas mehr Platz, um all deine kuriosen Funde aus dem Sperrgebiet zu verstauen. Außerdem besitzt sie mehr Taschen für schnellen Zugriff auf deine Gegenstände. Wenn du ein wenig mehr Zeit und Ressourcen investierst, könntest du sie sogar noch mehr vergrößern. Ach, geil. So, wir machen einmal den. Tragen wir jetzt auch automatisch. Dann gucken wir direkt mal. Hier ist ein bisschen was dazugekommen, ne? Ich glaube, dass hier jetzt diese Reihe hier ist dazugekommen. Und die Reihe hier unten. Ich glaube, das und das ist dazugekommen. Ist jetzt nicht sonderlich viel, aber besser als nichts. Finde ich eigentlich ganz gut. Darf ja auch nicht zu einfach werden, ne? So, das ist gut. Und den ganzen anderen Kram hier, Bleiplättchen brauchen wir dafür für eine Bleischürze. Bietet einfach einen Schutz vor Strahlung. Also wir können uns noch richtig, richtig upgraden. Allerdings, oh! Aufgemotzte Stiefel könnten wir, wenn wir ausreichend Gummi hätten. Das ist gut. Also hier können wir durchaus noch die ein oder anderen Sachen, können wir uns hier noch basteln. Dafür brauchen wir aber wohl Carbon-Glasfaser haben wir nicht. Gummi. Okay. Uns fehlt jede Menge Gummi. Chemikalien. Baumbonbon? Was?
Man weiß es nicht. Bei sowas sieht man dann immer, wie wenig weit wir schon sind. Uns fehlen noch ganz viele Materialien, die wir noch nie gesehen haben. So, nochmal aufladen hier das Auto. Einmal hier rangehen. Neues Ziel auswählen. Da wollen wir ganz gerne hin. Wir müssen natürlich dann jetzt wieder erstmal durch E5 durchfahren, um nach E1 zu kommen. Aber wir werden da jetzt durch E5, werden wir tatsächlich diesmal richtig schnell durchflitzen. Denn wir haben beim letzten Mal schon so viel gelootet. Und ich gehe davon aus, dass wir in E11 war es, glaube ich. Ich gehe davon aus, dass wir in E11 auch ausreichend Materialien finden können. Insofern lassen wir uns E5 jetzt einfach mal links liegen. Und flitzen einfach nur schnell, möglichst schnell durch E5 hindurch. Das sage ich jetzt und in 2 Minuten lasse ich mich von irgendetwas ablenken. Wir kennen das ja. Es ist immer das Gleiche. Schlückchen Kaffee und dann kann es losgehen. So. E5. E1 können wir nicht, aber... Warte mal, nee, wir könnten auch... Ah... Ist ja fast sinnvoller, hier hinzufahren. Wobei, wir kommen da, glaube ich, gar nicht hin, dann von hier aus. Ach, das war dumm. Weil ich glaube, ich bin mir nicht so sicher, wenn wir jetzt... Wir haben jetzt die Route von hier nach da, also von hier unten nach hier oben festgelegt. Ich glaube, die offene Straße hierhin haben wir dann nur jetzt und haben wir hier höchstwahrscheinlich nicht. Wisst ihr was, wir testen das. Ich möchte wissen, ob wir jetzt trotzdem schon nach ganz in Norden kommen. Ich denke das nicht. Ach nee, warte, da waren wir ja schon. Moment, hier waren wir doch schon. Oder? Ja, das ist dieses Teil. Jetzt ist hier alles dicht. Verdammt, hier waren wir doch schon. Ja, wir hätten, naja, was soll's, was soll's. So, dann machen wir Folgendes. Oh, das Auto lassen wir auf jeden Fall an. Dann würde ich vorschlagen, wir düsen jetzt hier mal eben durch. Wir nehmen uns hier ein bisschen Energie mit, die auch nicht schaden kann tatsächlich. Also umsonst macht man das ja nie. Ne? Weil die zusätzliche Energie, die können wir sehr gut gebrauchen, um uns eben weitere Skills freizuschalten. Aber siehst du, dass alles in alle Richtungen ist alles gesperrt. Oh, Vorsicht. Anomalien, Anomalien, Anomalien. Überall Anomalien. Und Dieter kommt auch verdammt nah, wie es aussieht. Oh, Scheiße. Das ist jetzt gar nicht gut. Oh, das ist gar nicht gut. Jungs. Ist unsere Tür ab? Unsere Tür ist ab. Weg damit. Lass das. Verdammt, Axt. Wo ist unsere Tür? Hier ist unsere Tür. Wieso ist denn unsere Tür ab? Habe ich die abgerissen, weil ich da zufällig stand? So. Okay, aber die Energie haben wir zumindest erstmal mitgenommen. Das ist gut. Okay, wir hauen ab. Wir tun so, als wäre gar nichts los. Scheinbüsche haben sie auch angemacht. Wir können jetzt hier im Grunde genommen quer durchfahren. In Richtung des nächsten... in Richtung der nächsten Energiequelle. Boah, der fährt sich so gut jetzt Offroad. Ey, das ist voll geil. Also bisher das beste Upgrade bisher... definitiv die Offroad-Reifen. Gegen solche Bäume helfen aber auch die Reifen nicht. So, wie gesagt, ich werde jetzt hier einfach nur durchfahren. Vielleicht mal ganz kurz irgendwo halten, wenn irgendwo was leuchtet, was ich looten kann. Also insgesamt geht es jetzt hier einfach nur darum, hier eben durchzukommen. Da ist noch eine Anomalie. Die tun uns aber soweit alle nichts. Hoffe ich zumindest.
Dieses Upgrade für die Energie wäre auch nochmal ganz... Oh, fuck. Die ollen Säcke haben sich hinter den Büschen versteckt. Motor lassen wir mal an. Eieieiei. Warte mal, haben wir irgendwas dabei? Ich glaube, wir haben nichts dabei. Na gut, dann kann ich die Jungs leider nicht abwerfen. So, nächste Energiekern. Und weiter geht's. Ups. Jetzt können wir uns das Portal auch direkt öffnen. Das machen wir auch. Wir öffnen uns direkt hier das Portal. Und fahren nach Norden. Better hurry. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich hoffe mal, wir kommen hier einigermaßen durch. Da hinten ist das Portal. Da müssen wir hin. Damit wir aus dieser Zone wieder rauskommen, weil es wird gefährlich. So, hier sind wieder ein paar Dummies. Oh, das Auto fährt sich so gut jetzt. Sensationell. So, wie gesagt, eigentlich war das so jetzt nicht geplant. War ein bisschen unschlau, aber dann nehmen wir gleich den vorgefertigten Weg auf jeden Fall. Hier passen wir überall gut durch. Da liegt ein Baum. Hier passen wir trotzdem durch. Kein Problem. Jetzt müssen wir nur zusehen, dass wir hochkommen, ey. Oh, oh, oh. Okay. Geht. Auch das kriegt er einigermaßen hin. Oh, oh, oh. Da ist schon das Portal. Das ging jetzt wirklich sehr gut, muss ich sagen. Das ging wirklich überraschend gut. Schön. Aber schön schnell abgeschlossen, weil hier wollten wir ja eigentlich hier gar nicht hin. Verdammt Angst. Jetzt hören wir das Auto nur schnell reparieren. 1,3 stabil haben wir mitgebracht. Ah, vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. So, eine stabile Notroute. Moment mal. Moment mal. Aha. Jetzt können wir tatsächlich dahin. Über E4. Wobei es jetzt eigentlich keinen Unterschied mehr macht. Jetzt ist es eigentlich egal. Und hier oben ist auch noch was Neues jetzt aufgetaucht. Wir wollen aber ja nach E1, nicht E11. Ich hatte mir gedacht, es wäre E11. Nach E1 wollen wir. So, jetzt müssen wir kurz mal reparieren. Einmal uns. Zack. Dann einmal nachtanken. Zack. Wunderbar. Einmal gucken, was wir reparieren können, beziehungsweise müssen. Nehmen wir uns das hier einfach mit. Vorne war, glaube ich, ziemlich hin alles, ne? Ja. Also wir machen das so, man verbraucht immer gleich viel, egal wie kaputt so ein Teil ist, man verbraucht immer genau gleich viel aus diesem Eimer. Insofern werden wir mal alles, was so an die 50% Haltbarkeit kommt, werden wir nur reparieren. Das hier können wir so lassen, wie es ist. Ich denke, der Rest sollte so noch passen. Wobei, wir können das Ding jetzt auch nochmal... Da ist er einmal auch verbraucht. Darauf wollte ich nur hinaus. Zack. Zurück. Gelootet haben wir ja nichts. Heißt, wir können jetzt eigentlich unsere Batterie einmal laden. Und dann direkt weiter, ne? So. Jetzt wollen wir hier hin. Welche Route? Wir können uns das letzte Mal aussuchen, wie es aussieht. Hä? Das ist jetzt Zufall, wo wir hingeworfen werden. Wir können es uns scheinbar nicht ausruhen, sondern... Ich nehme stark an. Die Reifen sehen doch gut aus, ne? Ja. Was noch? Oh, die Scheinwerfer. Warte mal. Die müssen wir auch noch eben reparieren. Die Scheinwerfer sind's. Yep. Muss ich mir noch angewöhnen. Da immer drauf zu gucken. Ab und zu vergesse ich es noch. So. Jetzt passt's. Jetzt bin ich mal gespannt, wo uns das Spiel hinschmeißt.
gesagt, durch welchen Sektor, durch welche Zone wir da jetzt fahren. Ich habe noch was vergessen. Zack. Weiter geht's. Auf geht es. Jetzt ist unser Weg auch offen, dahin, wo wir hinwollen. Müllcontainer haben wir nicht untersucht, aber der war jetzt auch nicht so wichtig. Wir sind ja voll ausgestattet aktuell. Kein Problem. Ich glaube auch, je länger man nicht an den Müllcontainer geht, desto mehr gibt er einem was. Ich glaube... Okay, jetzt können wir uns tatsächlich aussuchen, wo wir hinwollen. Das hier ist eigentlich ziemlich einfach. Ne? Wir wollen ja nur durchfahren, dann nehmen wir die E4 wieder. Da ist überall viel Grasland. Da sind wir ja gerade sehr gut durchgekommen, dann wird es jetzt auch wieder gut funktionieren. Denke ich zumindest. Hoffe ich. Gehe ich von aus. Vermute ich. So, einmal auf die Karte geguckt. Wir müssen hier oben raus. Ja, das ist ja super easy. Das ist ja super easy. Dann fahren wir nächste Straße rechts und dann einfach... Warte mal, nehmen wir uns das hier einmal mit und dann fahren wir einfach quer durch. Hier müssten wir eigentlich hochkommen. Hier geht es nach oben, soweit ich es richtig sehe. Aber die Höhenlinien liegen nicht so nah beieinander, dass es problematisch sein sollte. Ja, kein Problem. Ich sage jetzt gerade super easy. Natürlich fängt es jetzt an so... Wie viel Uhr ist es eigentlich? 4.32 Uhr, nice. In der nächsten Zone dürfte es dann eigentlich hell sein. Ich sag super easy, jetzt werden gleich mit Sicherheit 1000 Dinge passieren. Zum Beispiel brutale Blitze. Alter, okay, warte mal, kommen wir hier dran vorbei. Sieht ganz gut aus, sehr schön. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Schön ausgewichen, herrlich. So, wir haben hier vorne jetzt so ein Portal. Nicht ein Portal, ein Kern. Den würde ich mir auch ganz gerne einmal mitnehmen. Ich hoffe mal, das ist eine gute Entscheidung. Bei dem Wetter allerdings fühlt sich das gar nicht nach einer guten Entscheidung an. Mach die Tür auf. Zack. Oh, oh. Da kommt unser ADAC wieder. Fahren wir dann vorbei und jetzt einfach immer weiter in die Richtung. Soweit ich mich da nicht täusche. Ja, es sieht ganz gut aus. Ihr müsst es jetzt leicht bergauf gehen die ganze Zeit. Oh! Uff. Selbst da können wir ein bisschen rüberfahren. Irre. Was für ein Wetter, ey. Wahnsinn. Okay, das sieht alles noch immer sehr gut aus. Wir können jetzt schon nach rechts abbiegen. Wir sind schon durch. Mann, das war jetzt aber sehr simpel. Voll gut. Denn ich wollte jetzt hier ungern nochmal Zeit verschwenden. Wobei verschwendet ist ja nie, aber ich wollte jetzt hier ungern wieder Stunden verbringen. Jetzt sind wir nämlich dort, wo wir hinwollen. Hier, E1. Da wollen wir hin. Wir sollen ja zurück nach Sierram. Gucken wir mal, was wir da nun Schönes entdecken. So. Es ist auch hell. Sehr schön. Das ist sehr gut. Knotenpunktverhältnisse, ewige Stabilität. Genau. So, wir müssen dann hier unten raus. Also wir sollen hier einfach hier unten raus. Unser Ziel ist es einfach nur unten raus zu lösen. Wir könnten hier natürlich auch versuchen... Die Energie würde ich ganz gerne mitnehmen. Und vielleicht auf dem Weg dann auch ein paar... Ja, die Energie würde ich ganz gerne mitnehmen. Und auf dem Weg dann vielleicht auch ein bisschen... Wir können wahrscheinlich hier außen, denke ich mal, ganz gut rumfahren. Hier und dann hier runter. Und dann sind wir auch schon da. Können wir hier nochmal tanken? Ja.
So machen wir das. Nehmen wir uns ein bisschen von der Energie mit und hier und da vielleicht, wie gesagt, Plastik wäre mal ganz geil, wenn wir uns eine ganze Menge noch zusammensammeln. Das wäre ganz schön. Oh, aufpassen. Gut. Hier müssen wir einmal nach links. Also ich kann mich da nur wiederholen. Die Offroad-Reifen machen wirklich einen riesen Unterschied. Oh, Vorsicht. Dadurch ist man viel souveräner im Fahren. Also man schlittert nicht irgendwie durch die Gegend und so. Und dadurch ist eben auch weniger Panik angesagt. Kann einfach punktueller steuern. Ah, das ist ja sensationell. Okay. Sind wir noch richtig? Wir sind noch richtig. Hier gibt es nur dummerweise nichts zu looten. Überhaupt nichts. Wobei, so einen habe ich mir noch nie angeguckt, ne? Oh, scheiße, unser Auto rollt. Unser Auto rollt. Ich hoffe ja immer, dass das nicht passiert, dass unser Auto rollt, aber es tut es dummerweise zu häufig. Warte mal, hier würde ich ganz gerne einmal. Jetzt hätte ich gerne auf A2. Oh ja. Alter, ne. Was ist denn jetzt hier los? Alter Vater, sind die Dinger voll. Wow. Warte mal, müssen wir kurz mal was zurückbringen hier. So, können wir das hier mal nutzen? Hier müssen wir mal klären, ob das Ding abgerissen werden kann. Das wird sehr interessant, die Frage, weil dann würden wir alles verlieren, was da drin ist. So, und hier haben wir noch einen primitiven Scheinwerfer. Das ist geil, den würde ich tatsächlich sehr gerne mitnehmen. Den schmeißen wir uns dann hier mit rein. Und den können wir auch noch hier reinwerfen. Super! Oh, jetzt mache ich das Auto mal wieder aus, ne? Ich denke, ich wäre schon... Na? Ich denke immer schon, ich wäre schon beim Schaltknüppel. Hallo? Freunde? Wo steht ihr denn an? Gibt's hier was kostenfrei? So, wir sind schon fast bei der... bei dem Energiekern. Da vorne ist er. Wieso wird's eigentlich schon wieder so dunkel? Es ist gerade mal 7.37 Uhr. Oder ist es einfach noch dunkel? So, wir stehen vereinzelt auch wieder ein paar Jungs rum. Gut. Motor lassen wir einfach laufen. Die sind ja nicht lange weg. Die brauchen wir nicht. Den nehmen wir uns mit. Witzigerweise ist es immer auch die... Es ist alles recht ruhig, obwohl wir die Kerne stehlen. Normalerweise passieren ja immer so viele unterschiedliche Dinge dann, ne? Geht momentan alles. Also ich, mir kommt das gerade alles so ein bisschen so vor, als wären wir hier, als möchte uns die Welt, die Zone, was ist das da? Als möchte uns die Zone in Sicherheit wiegen. Machen wir das Licht aus. Brauchen wir aktuell nicht. Das ist aber schon eine Wohltat mit der Taschenlampe jetzt hier. Kein Plastik mit dabei, ne? Nicht viel auf jeden Fall. Hä? Achso.
Du bist wieder so einer, du gibst Zahnradchemikalien. Zahnchemikalien ist gar nicht so schlecht. Warte mal. Hatten wir ein paar Zahnräder dabei? Lass uns mal kurz gucken. Wir haben kein Zahnrad dabei. Können wir uns welche machen? Wir müssen uns mindestens... Ah, wir können nur eins machen. Verdammt. Na gut. Dann fahren wir weiter. Den flitzen wir weiter. Wenn ich jetzt die Lampe anlasse, verbraucht die dann Energie? Eigentlich ist sie jetzt eingeschaltet in unseren Rucksack, ne? So, wir fahren dann die nächste Kreuzung wieder links. Die kann man hier nur so leicht verpassen, weil hier teilweise so viel... Wow, wow, wow. Weil teilweise so viel Grünzeug steht. Wenn wir tanken können, dann tanken wir. Aber trotzdem sehr dunkel für 8 Uhr. Möchte ich meinen. Müssen wir uns auch nochmal entleeren. Den nehmen wir uns mit. Die auch. Dann ziehen wir hier nochmal durch. Ach guck mal, wir haben auch zwei unten 5 und 6 Slots sind jetzt mit dazugekommen durch unseren Rucksack. Das sehe ich erst jetzt. Das ist natürlich sehr praktisch. Ein bisschen mehr Platz jetzt da unten in der Leiste. Können wir uns noch was anderes reinschmeißen? Zum Beispiel was zu futtern. Warte mal, das machen wir auch direkt mal. Können wir uns das zuweisen? C5. Geil. C5 versenkt. So, hier haben wir... Oh, falsche Richtung. Guck mal, wir haben doch 2 Zahnräder, aber die hätten nicht gereicht. Nicht so wild. Das ist nicht so wild. Okay. Weiter geht's. Moment. Das Ding da müssen wir uns einmal öffnen, weil... Ah, Mist, hier kommen wir nicht rum. Hier sind ja häufig so ein paar so Lenkräder und so. Ah, nee, ja, was ist das? 9-Volt-Batterie. Oh. Ich glaube, 9-Volt-Batterie haben wir bisher noch gar nicht, oder? Na, wir können jetzt auch nochmal kurz hier vorbeischauen, wenn wir sowieso schon hier sind, ne? Ist bestimmt irgendwas zu futtern. Sieht bisher. Doch, ja, siehst du. Zack, zack. Jede Menge zu futtern haben wir jetzt. Klebeband, gut. So. Ups. Jetzt zischen wir mal aber los. So, wiederverwendbar heißt in dem Fall der Taschenlampe da, dass die trotzdem relativ, ne warte, ich muss genau in die andere Richtung, dass die relativ schnell auch wieder hin sind, ne, und dass wir uns dann jedes Mal wieder eine neue schnappen müssen. Aber wir haben sie ja, wir haben hier eine zweite dabei. Moment, das ist doch schon wieder so ein Truck. Das ist auch gut, dass man dann langsam irgendwie so weiß, wo man looten sollte und wo nicht. Was war das? Alter, das ist ja unglaublich, was hier drin ist. Meine Güte, ey. Bleiplättchen haben wir jetzt sogar bekommen. Geil. Oh, wieder die falsche Richtung. So stimmt's. Also es ist irgendwie so, ich habe so ein... Es ist sehr interessant. Auf der einen Seite fühle ich mich... Oh, ich habe gerade kurz gedacht, da wäre was an uns vorbeigerannt, aber dabei ist die Taschenlampe nur kaputt gegangen. Huh. Ich habe so den Eindruck...
ich verspüre so ein Müh Souveränität. Auf der anderen Seite bin ich die ganze Zeit so am Rande des... es kann jederzeit passieren, dass ich in Panik verfalle. So, wir fahren jetzt da vorne zu dem weiteren Kern. Den nehmen wir uns schön mit. Ich finde es auch so schön, wie die Rückspiegel so gut funktionieren, ne? Ich hoffe mal, wir kommen überhaupt. Rum, aber sieht ganz gut aus. Ja, wir sind auf der Straße jetzt natürlich nicht mehr so schnell, ne? Dadurch, dass wir jetzt die Offroad-Reifen haben. Aber ich glaube, insgesamt macht es einfach viel mehr Sinn, mit den Offroad-Reifen unterwegs zu sein. Weil man jederzeit mal eben von der Straße abkommen kann und trotzdem noch Grip hat. Kann es sein, dass hier, wo die Partikel rumflitzen, ist es immer so ein bisschen so ein Strahlungs... Oh. Ah ne, ist leider neblig. Ich wollte gerade sagen, wir können ja mal eben runtergucken. Das ist so eine typische, in den Alpen gibt es das häufig, so an den Landstraßen, dass dann plötzlich einfach so eine Parkbucht mit besonders schönem Ausblick. Hatte ich gerade dran gedacht, aber das Wetter ist einfach nicht so gut. Mensch, also die Zone lässt uns ganz schön in Ruhe, ne? So, hier wollen wir hin. Oh, guck mal, da sind jede Menge von den Jungs und Mädels. Und hier links neben uns, rechts neben uns, scheint auch direkt wieder so eine Anomalie zu sein, die unser Auto übernimmt. Ich bin mir recht sicher, die Jungs und Mädels kommen gerade näher. Vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Geht's. Hier müssen wir abbiegen. So, und jetzt müssen wir im Grunde genommen die Straße immer weiter. Nächste rechts. Durch einen Tunnel durch. Und dann am Ende links. Na, mal schauen. Namaste. Nächste rechts, das wäre dann hier. Unsere Straßen, unsere Karten passen definitiv ja auch, aber ist ja angeblich auch ein stabiles. Eine stabile Ecke, deswegen passiert ja auch nicht so viel. Ach, guck mal, bergab sind wir aber doch noch ganz gut unterwegs, ne? Oh, oh, oh. Ah, guck mal, hier ist wieder so eine Sprungschanze. Aus der anderen Richtung hätten wir richtig Spaß jetzt. Wir haben keine Zeit. So, hier müsste jetzt eigentlich ein Tunnel... Ah, ne, eine Brücke ist es. Ist die noch intakt? Ist sie. Ist sie. So, dann können wir hier nochmal ganz schnell tanken. Also wieder sehr viele Freunde da. Aber die tun uns ja glücklicherweise eigentlich gar nichts. Die sind ja eigentlich alle total nett und lieb. Stoff, 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 Stoff. Noch mehr Stoff. Den Stoff nehmen wir mal erstmal nicht mit. Oh, hier ist zu. Hier muss es... Oh. Oh, 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 oh. Radioaktivität. Gar nicht gut. Hä? Was? Da war doch gerade die Straße abgesenkt.
hatte ich auch noch nicht gesehen. Immer was Neues. Oh, guck mal, der Kühler, die Kühlerfigur ist ja auch jetzt ein Raumschiff. Das habe ich gar nicht gesehen. Wie geil. Oh, kommen wir vielleicht dran vorbei? Ja. Okay. Unproblematisch. Also bisher auch wieder ein sehr, sehr unproblematischer Run. Batterie. Da müssen wir mal gucken, aber wir haben ja für den Notfall ein bisschen Saft dabei. So. Ups. Ein Stückchen Kaffee. Jetzt sind wir durch. Jetzt können wir in die nächste Zone flitzen. Wieso wird hier aber noch eine Quest angezeigt, frage ich mich. Ha. Müssen wir mal gucken, ob die da noch bleibt. Diese Quest. Vielleicht müssen wir in der Region noch irgendwas finden oder so. Da müssen wir uns natürlich nochmal umschauen. So, jetzt sind wir am Ada-Standort. Wir müssen... Da ist ein Portal. Das hier sind unsere Ziele. Genau, ich erinnere mich. Jetzt sind wir hier. Hier unten ist das Portal. Wir müssen uns auf jeden Fall einen guten Fluchtplan überlegen. Wir sehen, dass wir hier ein Portal haben. Wir haben aber auch da ein Portal. Sprich... In der Theorie müsste das möglich sein, dass wir eine Runde fahren. Dass wir zu hierhin fahren, dass wir dahin fahren. Dass wir dann dahin fahren, uns hier dann das Portal aktivieren und dann somit nach Hause kommen. Biegen wir hier einfach mal links ab. Follow the pipe, sagt sie uns. Ich würde jetzt, glaube ich, eher einfach der Karte folgen. Verbinde Stabilisator Alpha... Bravo und Charlie. Das tun wir mal. Ich hoffe es zumindest. Wird bestimmt komplett unproblematisch sein. Oh, guck mal da. Ich weiß nicht, wieso ich das jetzt gemacht habe, ehrlich gesagt. Wie blöd kann man eigentlich sein? Das war ganz offen zu sehen, dass dahinter einfach nur Wald ist und nichts anderes. Das war echt dumm. Komplette rechte Seite. Witzig, dass wir mit der Stoßstange vorne gegengestoßen sind. Der linke Scheinwerfer ist ein bisschen hin, aber vor hinten die rechte Seite ist vor allem ganz schön hin. Hängt unser... Okay, unser Gepäckträger, hätte ich fast gesagt, ist noch da. So, wir müssen einmal hier abbiegen. Jetzt sind wir schon mal auf der richtigen Straße, wie es aussieht. Auf dem richtigen Weg. Straße kann man das nicht wirklich nennen. Das sieht doch ganz interessant aus da. Ich möchte meinen, wir sind hier richtig. Oh, Vorsicht hier. Was bei diesen Anomalien da passiert, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Bisher sind wir glücklicherweise noch nicht da reingerasen. Diese spitzen Zacken, die so lila leuchten. So, wo können wir denn, wo müssen wir denn hier weiter? Wir müssen theoretisch hier weiter. Hier müssen wir weiter. Dann parken wir doch hier einfach mal unser Auto. Steigen einmal aus. Und gucken uns das mal an hier. Das gute Stück. Ach, hier müssen wir sogar hin.
Bewerft ihr mich gerade mit Schrott? Das ist irgendwie auch gruselig, ehrlich gesagt. Freunde, können wir das lassen? Ihr seid auch ganz schön viele. Ich bin damit nicht einverstanden. Warte mal. Warte mal. Haben wir... Können wir gerade hier rangehen? Plastik. Hier haben wir Metallschrott. Ich würde sagen, wir dengeln mal den Jungs hier ein bisschen Metallschrott an den Kopf. Ich hoffe vor allem, dass es keine... Also, dass die nicht irgendwie dadurch aggressiv werden durch solche Aktionen. Oh. So, ich denke auch, dass sie uns deswegen mit dem Schrott bewerfen. Die wollen, dass wir sie befreien. So. Die sind wir einmal los. Jetzt können wir uns hier ganz entspannt umschauen. Warte mal, hier draußen haben wir auch noch was, ne? Ja. Noch eine Kiste mit mehr Plastik. Plastik brauchen wir, Plastik wollen wir. Das ist ein bisschen... Wow, wow, wow. Bitte erschlagt mich nicht, liebe Paletten. Das wäre sehr nett. Okay, wir müssen da auf jeden Fall nicht hoch, wie es aussieht. Ich würde den Knopf allerdings erst gleich drücken, wenn wir uns hier umgesehen haben, weil bestimmt findet die Zone das gar nicht toll. Wenn ich das tue. So. Jetzt. You know, 30 seconds of hallucinations sure didn't feel short when I was free falling through outer space. Heck of a ride, though. Did you know the rings of Saturn sing? I saw disembodied arms. Tons of them. They were grasping and crawling. And what about you, Oppie? What did you see? I saw nothing. How is that possible? Everybody else saw something. Must have passed me by. I don't know what to tell you. But weren't you working in your lab that night? And weren't you supposed to be doing your research rather than keeping track of my whereabouts? Okay. Wow. Touchy. Wir müssten ja eigentlich... Na gut, dann fahren wir in eine andere Richtung, ne? Eigentlich müssten wir links runter, aber das ist ein bisschen sehr steil. Würde ich meinen? Vielleicht auch nicht? Ich bin mir unsicher. Okay, jetzt muss man hier zu richtigen Zeitpunkt immer Gas geben und bremsen. Ja, es war... Ja, gut. Ist gar kein Problem. Stoßstange ist ein bisschen hin. So. Achso. Genau. Ich wollte ja erst hier hin. Ich denke auch, das macht Sinn, erst hier hinzufahren. Now that we know the remnants were connected to the mass hallucination, maybe we can figure out what caused it. Oh boy, do I have theories. Don't start. Dr. Kay and Alan clearly uncovered some new way of using limb to motivate that gamma ray burst. Oh, yes, precisely. And where do gamma rays come from? But outer space. Feedback on planet Earth, kid. There are plenty of terrestrial sources of gamma rays. Thunderstorms, for example. No. You said it yourself. The energy levels from that night are much greater than anything we've seen on Earth. Sure, but going straight to aliens, well, there's countless perfectly scientific possibilities.
Perhaps Dr. K and Alan developed a limb-assisted mass particle collision. Or, heck, tapped into some sort of gamma ray reservoir. A reservoir? Or a portal? A portal? To where exactly? To Atlantis! Of course! Now, why didn't I think of that? That's absolutely it! Oh, das ist neu hier. Dass die Dummies unter Strom stehen. Ja, ich finde auch, aber so Atlantis ist doch eigentlich... Wow, wow! Ei, was? Nee. Aber auch witzig, dass sie halt von Wissenschaft spricht, ne, bei den ganzen Dingen, die hier abgehen. Also, natürlich ist es ein bisschen albern, direkt sind es Aliens oder so und Atlantis und sowas, aber also bei dem, was hier abgeht, würde ich sagen, ist theoretisch alles möglich. Da ist jede Erklärung genauso gut wie die andere. Ich glaube, da kommen wir den Berg nicht hoch, das brauchen wir gar nicht versuchen. So, also wenn wir die Jungs hier sehen, da links, jetzt wird wahrscheinlich gleich hier wieder so eine Stelle kommen, wo plötzlich... Da vorne ist wieder so eine Energie. Jetzt sind wieder Blitze, Energieblitze. Was haben wir hier? Ich möchte kurz mal neugierig sein. Kein Scan-Ziel. Bleibeschicht. Danke? Denke ich. Vielen Dank. So, was wir vorne gegen die Blitze machen am Auto, weiß ich noch nicht. Werden wir bestimmt irgendwann herausfinden. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich versuche einfach mal hier dran vorbeizufahren. Soweit geglückt. Nächste Straße müssen wir rechts. Alter. Vater? Gut, dann fahren wir jetzt schon quer durch. Ist auch okay. Oh, wow. Kommen wir doch niemals raus. Ach, scheiße. Scheiße. Ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar die bessere Wahl, einfach voll durchzufahren. Also voll Gas zu geben. Müssten wir beim nächsten Mal versuchen. Vielleicht kommen wir ja da voll durch. So, warte mal. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir vielleicht unser Auto ein bisschen wieder zurechtbiegen können. Meine Fresse, das ist kaputt. Also, was haben wir denn hier? Das ist sehr hin. Stoßstange auch ganz schön hin. Vorne alles hin. Oh, vor allem müssen wir hier. Ding, ach, dem geht's ja gut. Die Tür ist auch fast hin. Eieieiei, da haben wir aber abbekommen. Also die Brutzel. Ecken, die müssen wir auf jeden Fall, da müssen wir vorsichtig sein, ey. Hier bin ich mir nicht so, wie gesagt, ich weiß nicht so ganz, was wir dagegen machen. Was steht denn da? Reparieren keine, ist geladen, ja. Wir haben keinen Vorschlag. Von unserem schlauen Scanner. So, die Stahltür hier vorne, die Heckklappe, die machen wir auch nochmal eben. Und die Stahlplatte ebenso. Zack. So,
Dem Auto geht es wieder einigermaßen gut, wie es aussieht. Ja, die Scheinwerfer eben noch, ne? Können wir auch nochmal eben kurz fixen. So. Okay. Nichts passiert. Alles gut. Gucken wir uns mal hier draußen nochmal um. Diese Paletten sind ein bisschen... Sieht immer so aus, als würde ich gleich sterben. Okay. Warte mal, erstmal kurz einen Plan machen, wo wir überhaupt jetzt am besten langfahren. Ich glaube zwar, wir sind in der richtigen Richtung positioniert. Aber wir werden da mal auf Nummer sicher gehen. Also. Nee, wir sind nicht wirklich richtig positioniert. Wir werden uns mal das Auto hier schon mal platzieren. Dann müssen wir... Hier kommen wir auf jeden Fall nicht hoch. Hier müssen wir also den langen Weg fahren. Dann müssen wir uns hier das Portal öffnen. Das geht hoffentlich von hier aus. Okay. Oh nee, was ist das denn? Oh nein! Oh nein, was? Schöne Scheiße. Motor bleibt an, ich renne jetzt hier durch. Hä? Hat einfach aufgehört. Das ist ja praktisch. Hey, Oppie. You've never cared about any of the Zone's stories and superstitions. So, why now? What's in this for you? What I do is not and has never been any of your business. You're asking us to trust you. So yes, it's our business now. How about this? You two sign off, count orbs, or whatever it is you like to do, and I'll get the driver to the mass hallucination source myself. Excuse me? No, 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 no. Tobias found this remnant. This is his discovery. Sure. And I'll send you a nice gift basket to mark the occasion. But I won't let anyone interfere with this. To hell with that! We either throw everything we can at this thing, or we lose this chance, and the answers to the mass hallucination are gone forever! This isn't like one of your little Sasquatch hunts. I'm not letting you get your tinfoil pseudoscience anywhere near this. This is too damn important to me. It sure didn't seem too important earlier, when you messed up and nearly killed the driver. You want to play that game? You really want to talk about our track records? Screw you, Oppie. I'd rather run this remnant into the ground than work with either of you. Oh, forget it. We're wasting our breath with this old man. There's gotta be another way. She's out of her mind. I can't do this. Look. If you want to waste your precious time picking apart bird droppings and squinting at constellations, by all means, follow their lead. I will be better off without them, trust me. I'll get you through no matter what. This really is my last chance. Irgendwie fällt es mir schwer, eine Seite zu wählen. Bei dieser ganzen Diskussion. Hier sind wir falsch. Ich hätte ganz gerne, dass wir uns einfach alle vertragen. Ehrlich gesagt. Moment mal. Schaffen wir es hier hoch? Oh ja. Das ist natürlich gut, ne? Geil. Das habe ich jetzt nicht erwartet. So, wir müssen auf jeden Fall in diese Richtung. Okay. Wir sind schon mal gut positioniert. Das Portal können wir tatsächlich von hier aus auch öffnen.
Heißt, wir durchsuchen jetzt noch einmal... Hier ist ja gar nichts drin. Was ist denn hier los? Der erste leere Rucksack. Wir suchen jetzt hier noch einmal alles, was wir durchsuchen können. Vielleicht finden wir nochmal was Interessantes. Ja, das koste es, was es wolle, ist so ein bisschen schwierig, ne? Das ist immer ein bisschen schwierig, koste es, was es wolle. So. Auf geht's. Alright, we're in business. The stabilizers are coming online and the way looks clear, but I'm also getting spikes. The stability in your region is tanking. Get out of there. Okay. Fast. Jupp. Lass mich raten, ich darf mir jetzt nicht mal das Portal aussuchen, oder? Okay, es ist schon offen. Es ist schon offen. Es ist aber auch das, was wir haben wollten. So, auf geht's. Wir haben nicht so viel Zeit, aber wir sollten es eigentlich ganz gut schaffen. Kommt ganz darauf an, was uns so in den Weg geworfen wird. Eieieiei. Dieser Himmel, der sieht immer wieder so beeindruckend aus, finde ich. Okay, jetzt müssen wir wieder sensationelle Fahrkünste an den Tag legen. Da sieht man schon einiges davon. Okay, aber das passt. Vorsicht hier. Ganz vorsichtig. Okay, das sollte so problematisch jetzt nicht werden, glaube ich. Besser ein bisschen Musik. Scheiße, da spielt keine Musik. Doch. Oh, Gott sei Dank. Die beruhigt immer so schön. Okay. Überhaupt gar kein Problem. Überhaupt gar kein Problem. Okay. Wir haben einiges an stabiler Energie mitgenommen. Nice work out there. The sector stabilizers are fully operational. You've got a straight shot toward the expansion wall. One more thing. You may want to consider armoring up a bit. Once you cross that wall, the midzone is another beast altogether. Okay. Jetzt geht's dann in den mittleren Ring, wo sie uns jetzt auch schön angekündigt hat, dass das bedeutend heftiger werden soll. Toll. Ich freue mich. Nicht. Eieiei. Na gut, also, wir sollen jetzt einen Weg in die Mauer hineinfinden. Können wir uns ja schon mal angucken hier. Hier müssen wir hin. Okay, das ist dann ja ziemlich eindeutig, dass wir irgendwie als nächstes erstmal hier hinflitzen müssen, wa? Da sollen wir hin. Auf in den mittleren Ring. Das hier ist die Mauer. Okay, und das ist die Kernzone, ist wahrscheinlich. Da ist dann bestimmt ganz, ganz schlimm. Eieieiei. Na, aber ist ja ganz schön, dann können wir hier so ein bisschen ein paar Expeditionen noch machen. Ein bisschen was looten gehen und so und vielleicht uns tatsächlich noch ein bisschen besser vorbereiten. Sodass wir dann nach Möglichkeit wirklich sehr gut aufgestellt sind. Ich persönlich bin ja immer Fan von ein bisschen besser aufgestellt sein, als es nötig ist.
Denn so können wir alles ein bisschen entspannter angehen. So hoffe ich zumindest. Naja, schauen wir mal. Wir werden unser Auto jetzt auf Vordermann bringen. Dann gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Und in der nächsten Episode schauen wir mal, ob wir vielleicht so noch was Neues skillen können. Und was Neues bauen können. Das schauen wir uns dann an. Leute, ich bedanke mich für eure Zeit, eure Likes, eure Kommentare. Ein herzliches Willkommen an alle neuen Abonnenten. Wir sehen uns in der nächsten Folge hier auf YouTube bei Pacific Drive. Macht's gut, bis dann. Tschüssi.